Bet 600. Ja, wenn er schon so tut, als ob er was getroffen hätte, muss er mehr setzen. Race auf 2000. So, Dieter macht da sofort das Race. Na, ich will. Er hat den Draw, Open-End Straight Draw. Ich sag das mal so, ich will dich ja nicht unbedingt korrigieren. Also super aggressiv gespielt. Er hätte sich einfach auch für 600 die nächste Karte anschauen können. Ach komm, pass. Aber das hat sehr viel Eindruck hier gemacht mit dem Race und da bekommt er auch den Pot. Keine Anpassungsschwierigkeiten bei seinem ersten Live-Turnier, Dieter Thoma. Also für mich war es das erste Mal, dass ich an so einem Pokertisch gespielt habe und in der Situation schon komisch, dass sehr viel Adrenalin ausgeschüttet wird, weil man eben nervös wird, weil man nicht möchte, dass es die anderen mitkriegen. Und vielleicht diese Hand gewinnen kann, obwohl das, ich meine, es geht ja um nichts, du kannst dich nicht verletzen, es ist eigentlich nicht gefährlich. Aber also sehr viel Adrenalin und beim Skispringen, das ist man halt gewöhnt, das macht man jeden Tag und da wird das Adrenalin, glaube ich, erst später ausgeschüttet, wenn man dann unten ist. Das soll man gar nicht glauben. Also für uns normale Pokerspieler wäre es ja absolut unvorstellbar, von so einer Schanze zu springen. Und hier, der Super-Skispringer, hat eine hohe Adrenalinausschüttung am Pokertisch. Und für den ist Skispringen so wie für uns Blumengießen. 13. Ja, wirklich schlechte Karten. Und Pass. Hat ja die Paar 7er gepasst. Das wird ihn immer noch wurmen wahrscheinlich. Jetzt haben wir hier Ass 4. Pass. Rainer, der spielt eigentlich gerne und relativ viele Flops schaut er sich an. Mit Ass König hat er auch allen Grund zu raisen. Raise auf 1800. Also wenn du nur mit guten Karten spielst, pass. Dann spiele ich nicht mit dir. Wer weiß. Pass. Möchte keiner mitspielen mit Rainer? Keiner spielt. Pass. Mit Rainer. Da ist König 6 noch unter Umständen. Aber Daniel ist ein recht vorsichtiger Spieler. Das wird dann Richtung Splitpot gehen. Gecallt. Das ist nicht gut, der Call. Da muss er re-raisen. Denn eine halbwegs solide Hand im Big Blind zahlt dann aufgrund von guten Pot-Odds. Ja, ich denke mal, da wird einiges passieren, aber am Ende werden sie sich die ganze Suppe wieder aufteilen müssen. 1500. Bet 1500. All in. Raise all in. Call. Mit genau 5000 wird bezahlt. Jo. Beide Spieler haben noch eine jeweils 5%ige Chance, ihren Flush zu treffen mit Runner-Runner. Aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird aufgeteilt. Ass-König trifft Ass-König. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Ich hab's mir fast gedacht. Pik. Jo, nein. Mhm. Kein Pik. Einer. Na gut. Den Stress hätte ich sparen können. Absolut. Aber ich hab's mir fast gedacht. Ja, meine drauf getippt. Ich hatte gehofft, dass du noch Ass Dame hast, anstatt Ass König. Mhm. die Blinds, also 1200 jetzt in der Mitte. Wenn man überlegt, dass man hier nur mit 10.000 anfängt, das ist schon ein Sümmchen dann jetzt, was da an Blinds in der Mitte liegt. Tot. So ein bisschen kartentot. Unser Wildcard-Promi. Und Pass. Ja,
Also wir sind jetzt schon an einem Blind-Level. Wenn vor mir gepasst wird, dann ist der Button 800, gell? Ja. Der Auslöseknopf zum Raisen, unabhängig davon, was man für Karten hält. Und auch hier von Daniel, das Callen ist eigentlich zu passiv. Was kann man raisen? Stehe ich gerade so fest. Ich bin harmlos. Ja, ich bin Schwedler. Jetzt macht gar nichts. Warum können keine Fliegen das reinnehmen? Ja, der Button hat 4-2. Macht nichts. Oh, ab. Trinken können. Das weiß ich. Warten Sie ab, das Turnier geht nur lang. Cool. Ja, das ist richtig. Gekostet. Das ist erst der Anfang. Big Blind checkt. Big Blind checkt. Was dauert noch? Haben wir drei Spieler? Das sieht gut aus für Daniel, das Top-Paar. Erster, bitteschön. Check. Gecheckt. Bet 1000. Bet 1000. Ist nicht von auszugehen, dass hier sehr viel passiert. Yes. Ah, doch, da passiert doch was. Felix Mittelmeier mit Check Raise. Raise auf 2500. Vielleicht so ein bisschen Schwäche gespürt bei Daniel, weil, naja, Tausender, das klang jetzt auch nicht so überzeugend. Oje, es wird's kompliziert. Warum? Top Paar. Was liegt denn da? Check Raise vom Small Blind. Hat er vielleicht die 10 getroffen? Harte Entscheidung. Oder er spielt aggressiv den Draw. Sowas wie 8-9. Ja, ein fürchterlicher Laydown. Also extrem schlechtes Poker in diesem Fall, denn das geht bei diesem Format nicht. Du kannst hier nicht Top-Paar wegschmeißen. Einfach nur, weil der Small Blind Check raced. Im Chip-Count ist dadurch unser Felix Mittelmeier an der Spitze mit 14.100. Die nächsten All-Ins, die nächsten kniffligen Situationen gleich beim DSF Poker Champion. Ja, warte mal, machen wir gleich erstmal die anderen Spieler. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zur dritten Ausgabe des DSF Poker Champion. Ja, das Spiel ist noch in vollem Gange. Es sitzen allerdings nur noch 6 der Herren am Tisch, wie Sie hier sehen können. 4 Herrschaften mussten also den Tisch schon verlassen. Unter anderem, was ist denn da passiert? Unser Wildcard-Teilnehmer Dieter Thoma. Ja, und was da passiert ist, das gucken wir uns jetzt mal kurz an. Als erstes erwischte es Christian Völker. Er ging all-in mit einem Paar Zweier, hatte vorher ja schon einiges an Chips verblasen. Wird gecallt von Adam Urban mit Ass-6. Wird bezahlt. Und der erwischt einen ziemlich korrekten Flop. Okay. Open. Trotzdem gibt es noch ein Poker-Überraschungspaket für unseren 10-Platzierten. Dann Race. Jens Fertig mit Buben und Adam Urban called mit einem Paar.